Frau Landtagspräsidentin, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr über die erste Frau an dieser Stelle. Herr Vizepräsident, Frau Vizepräsidentin, geschätzte Regierungskolleginnen und Kollegen, auch darüber freue ich mich, dass wir weiterhin paritätisch arbeiten werden. Geschätzte Abgeordnete, herzlich willkommen den neuen Abgeordneten und hallo, auf Wiedersehen, die geschätzten Abgeordneten der vergangenen Legislaturperiode. In großem Respekt oder mit großem Respekt vor der Verantwortung, auch in den kommenden 5 Jahren an dieser Stelle für unser Land und für die Leute hier arbeiten zu dürfen und in großer Dankbarkeit auch für das Vertrauen von Ihnen, die die Landesregierung gewählt haben, auch dem Vertrauen dem Herrn Landeshauptmann, das er uns gegenüber ausspricht, stehe ich heute hier und möchte ganz kurz erklären, warum wir Grüne uns dafür entschieden haben, auch mit Verlusten bei der Landtagswahl, auch bei anderen Optionen, die sich zur Bildung einer Regierung geboten hätten, die Verantwortung zu übernehmen. Und es ist bei mir ganz persönlich und auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen die Sorge ums Klima. Der Klimaschutz, ich darf weiterhin Klimaschutzlandesrätin fürs Land Tirol sein, der Klimaschutz ganz klassisch im Sinne der Verkehrspolitik, die Verlagerung vorantreiben, die Warenströme von der Straße auf die Schiene zu bekommen, aber auch den Menschen mit dem Ausbau vom Öffis, mit leistbaren Öffis eine attraktive Alternative zum täglichen Stau zu bieten. Aber natürlich auch in der Energiepolitik, gut fürs Klima, die bessere Nutzung der Sonnenenergie, auch dazu viele Vorhaben in den kommenden 5 Jahren. Es geht uns aber auch ums soziale Klima. Es gibt Tendenzen, dass die Umverteilung von unten nach oben fortschreitet und da wollen wir dagegenhalten in dieser Landesregierung, für Gerechtigkeit sorgen, dafür Sorge tragen, dass alle das Menschenrecht Wohnen wahrnehmen können und sich in unserem wunderbaren Land ein Leben, ein gutes Leben leisten können. Es geht uns auch ums Arbeitsklima. Es geht darum, dass die Qualität der Arbeitsplätze passen muss, dass die Menschen das Gefühl haben, wenn sie arbeiten, dann kriegen sie das, was sie verdienen. Wir brauchen auch eine Stimmung, unter anderem im Tourismus, dass die Menschen sagen, ja, wir mögen gern, wenn die Menschen zu uns auf Besuch kommen und dass sie sich wohlfühlen können bei uns. Da müssen auch die Einheimischen gut mitkönnen. Es braucht Verträglichkeit und es braucht Qualität in der Entwicklung unseres Wirtschafts- und Lebensraumes. Es geht uns aber auch ganz stark ums politische Klima. Es geht darum, dass wir miteinander arbeiten wollen in Solidarität. Und Solidarität heißt nicht nur zusammenarbeiten, wenn es gerade leicht geht und wenn es gerade fein ist, sondern Solidarität heißt zueinander stehen und miteinander arbeiten, wenn es nicht ganz einfach ist. Und auch dazu stehen wir zur Verfügung. Es geht um Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und es geht um ein Entgegentreten der fortschreitenden Polarisierung. Da muss man manchmal auch sich selber zusammenreißen. In einer Zeit, in der die einen Grenzen hochziehen wollen, erklärt diese Landesregierung, wir wollen die internationale Zusammenarbeit verstärken. In einer Zeit, wo die einen die Grenzen des Wachstums nicht anerkennen und nicht respektieren wollen, entscheiden wir uns bewusst für einen nachhaltigen und sorgsamen Umgang mit unserem Lebens- und unseren Wirtschaftsgrundlagen. In einer Zeit, wo die einen kürzen und ausgrenzen, rufen wir die soziale Legislaturperiode aus. Und in einer Zeit, in der viele Politik als Spiel um Symbole und Macht verstehen, übernehmen wir Verantwortung und arbeiten gemeinsam für das Wohl von Land und Leuten hier in Tirol. Der Sinn von Politik ist Frieden. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten. Dankeschön.